Heute noch ein Beitrag von pflege-online.de. Weihnachtsvergnügen im Heim, ja, aber bitte mit FFP2. Da solltet ihr dann bitte schauen, welche Regelungen in euren einzelnen Bundesländern sind. Aber schauen wir mal. Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, appelliert an Pflegeheime, trotz Omikron auf weitere Einschränkungen zu verzichten. Mit strengen AHL-Regeln sei Geselligkeit durchaus möglich. Ein Interview, Pflege Online. Neulich erzählte mir ein Musiker aus Brandenburg, dass seine Auftritte mit gemeinsamem Singen im Pflegeheim alle abgesagt seien. Das klingt aber nicht nach einer fröhlichen Weihnachtszeit. Andreas Fellinger, Westerfellhaus. Sicherlich können Krippenspiele, Chorauftritte und Ähnliches, wo viele Menschen in einer Veranstaltung zusammenkommen, auch dieses Jahr wieder nicht in den Einrichtungen in gewohnter Form stattfinden. Und man sollte sich im Übrigen auch außerhalb der Einrichtung fragen, ob wirklich alles durchgeführt werden muss, was nicht ausdrücklich verboten ist. Aber warum sollten die Künstler nicht draußen vor den Heimen spielen? Man öffnet die Fenster weit, sorgt dafür, dass die Bewohner sich warm einpacken, organisiert vielleicht für die Darsteller vorher noch ein paar Heizstrahler. Mit etwas Fantasie lässt sich vieles machen. Natürlich ist der Aufwand höher, aber es lohnt sich. Solch ein gemeinsames Erlebnis wirkt sich oft tagelang, wenn nicht wochenlang, positiv auf die gesamte Heimatmosphäre im Heim auswirken. Ich werde hier nichts kommentieren. Ja, es fällt mir recht schwer, auch das so vorzulesen, weil ich eine ganz andere Einstellung und Meinung habe, als es ist. Ja? Wer sich damit auseinandergesetzt hat, die letzten Monate, wie man sich immunisiert, wie das unsere Vorfahren, also ich kann Großeltern, Urgroßeltern gemacht haben, das ist bestimmt nicht so geschehen. So, der weiß also auch, wie er seinen Körper immun hält. Und wie sieht es mit gemeinsamen Vergnügen der Bewohner aus? Gesellschaftsspiele, Vorlesen, Basteln, Geselligkeit und gemeinsames Feiern im Kreise derer, die so und so zusammen sind in einer Wohngruppe oder in einem Wohnbereich, müssen möglich sein, wenn Heime auf Zimmer Isolation bestehen, ist das nicht angemessen. Und so wurde das also auch in den letzten Monaten, oder man kann eigentlich schon sagen, in den letzten anderthalb Jahren gemacht. Also es gab teilweise ja auch die Zimmerisolation, was ja, da reden wir nicht darüber. Und dann ist man dann auch dazu übergegangen, dass man dann praktisch die Stationen, die Wohngruppen, dass die wenigstens zusammen Kontakt haben können. Also es ist sehr vieles nicht mehr stationsübergreifend veranstaltet worden, weil man es auch nicht durfte. Weil, aber eins kann ich euch sagen, wenn in einem Haus, ich rede mal von Schulen, jede Schule hat ihre eigenen Probleme. Das heißt, wenn ein Lehrer neu an eine Schule kommt, dann geht man automatisch davon aus, dass das erste halbe Jahr sich immer irgendwas einfängt. Nach diesem halben Jahr ist er immunisiert gegen die krankmachenden Teile in der Schule und wird kaum noch krank. Also ganz selten hat er noch Schnupfen oder sonst was. Wenigstens ist das meine persönliche Erfahrung. Und so ist es auch in den Heimen. Wenn die Leute in demselben Haus wohnen und das schon seit Jahren oder seit Monaten, dann können die in meinen Augen, das ist meine persönliche Meinung, ja, können die also auch ruhig von Station zu Station gehen. Also genauso wie die Pfleger und alle anderen, die da arbeiten. So, also eine Isolierung der Leute ist gar nicht angebracht, weil durch diese Isolierung können sie ihr natürliches Immunsystem nicht stärken. Das heißt jetzt, das ist doch geschwächt. Ja, wie soll ich denn was Schwaches stark machen, wenn ich nicht
das dem nicht aussetze. Wie soll ich einen Muskel stark machen, wenn ich nicht trinke, wenn ich nicht esse, wenn mir erstmal schon mal alle wichtigen Nährstoffe fehlen und mich dann noch nicht bewege? Ist genau dasselbe. So. Ich wollte mich aber nicht auslassen, fällt mir ein. Also, ich bleibe wieder beim Thema. Ich habe von einem Heim in Sachsen gehört, das einer orientierten Bewohnerin verboten hat, mit dem Rollator draußen mit ihrem Sohn spazieren zu gehen. Wie kann es sein, dass so etwas passiert? Also eine orientierte Bewohnerin ist eine Bewohnerin, die nicht an Demenz leidet, die genau weiß, was abgeht. Es macht mich schon ärgerlich, dass es überhaupt nötig ist, über diese Frage zu diskutieren. Ausgangsbeschränkungen brauchen immer eine rechtliche Grundlage. Eine Senioreneinrichtung oder ein Pflegeheim ist für die Bewohner ein Zuhause und kein Gefängnis. Die Bewohner haben sich die Einrichtung als Wohnort ausgesucht. Sie sind dort nicht zwangseingewiesen. Das kann ich nur wie ein Mantra wiederholen. Eine sehr wichtige Aussage. Also, ihr wisst, bezieht euch darauf, wenn ihr sowas habt. Es scheint, als ob einige Einrichtungen, wie die erwähnte in Sachsen, dauerhaft in Panik geraten seien. Der Fall, den ich gerade geschildert habe, ist ja nicht im April 2020, sondern im Sommer 2021 passiert, als es schon Impfungen gab und die Inzidenzen niedrig waren. Angst und Panik sind schlechte Berater. Ja, daran sollte eigentlich jeder denken, kommt aus der Angst und auch aus der Panik. Also, sagt er selber, Angst und Panik sind schlechte Berater. Es gibt viele Mittel, die Bewohner zu schützen und wir müssen sie alle parallel nutzen. Die Impfung ist das Wichtigste, aber auch das Tragen von Masken, vor allem natürlich FFP2-Masken. Die Abstandsregeln, das regelmäßige Lüften und das Testen sind wesentlich für den Infektionsschutz im Heim. Naja, ich sag nichts. Ich wollte sachlich bleiben. Wenn ich alles stringent anwende, sinkt mit jeder zusätzlichen Maßnahme die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung oder eines Corona-Ausbruchs massiv. Corona ist Grippe, ABC-Viren. Naja, und Viren sind ja bis heute noch nicht nachgewiesen worden, in der vor allen Dingen überhaupt nicht. Also der Masernvirus ist zum Beispiel bis heute nicht nachgewiesen. Und der, wie gesagt, auch nicht. So. Und wenn es doch zu einer Ansteckung kommt, ist die Infektion bei geimpften Bewohnern in der Regel nicht so schwer wie bei jemandem, der nicht geimpft ist. Wie verheerend es ist, wenn Bewohner keinen vollen Impfschutz erhalten, sehen wir gerade an dem traurigen Fall in Rudolfstadt in Thüringen. Rudolfstadt? Naja, ich kenne nur Rudolfstadt. In Rudolfstadt in Thüringen. In dem Pflegeheim sind bisher 28 mit Corona infizierte Bewohner gestorben. 22 von ihnen hatten Berichten zufolge keinen Impfschutz. Laut Definition hat man keinen Impfschutz mehr, wenn man länger als ein halbes Jahr nicht die Zusatzimpfung hatte. Und wer nicht von einer Firma, glaube ich, dieselbe Impfung erhalten hat, der hat auch keinen Impfschutz. Sondern das nennt man ja Kreuzimpfung. Also, aber es kann ja auch sein. Warum soll man kranke Menschen, das war zum Beispiel eines der ersten Dinge, die man im letzten Jahr gesagt hat, dass Menschen, die krank sind, dass man die gar nicht impfen soll. Also das übliche Programm haben, wie die Zuckerniere, also diesen ganzen Komplex, der so gefährlich ist, genauso. Man sagt, das wollte ich gar nicht machen, aber ich sage es jetzt, weil ich das immer höre. Als ich schwanger war, hat man gesagt, wer keinen Impfschutz gegen Röteln hat, der hat sich nicht während der Schwangerschaft zu impfen. Impfungen macht man prinzipiell nicht während der Schwangerschaften. Und auch nicht, wenn man stillt. Ja? Also man macht das dann, wenn für das Leben, das entstehen soll, keine Gefahr mehr besteht. Weil mit jeder Impfung hole ich ja Reaktionen in meinen Körper rein. Und die sind mal besser und mal schlechter. Also,
Wer schwanger ist, der wird nie geimpft. Egal, was andere sagen. Was ich vom Impfen mittlerweile halte als geimpfter Mensch, ist was anderes. Aber ja, nicht mit dem. Alle anderen habe ich. Und von den Dingern habe ich einige Krankheiten. So. Gucken wir mal weiter. Wollte ich nicht sagen. Aber macht nichts. Ihr lacht euch nicht krank. So. Sie sagten, FFP2-Masken gehörten zum wirkungsvollen Infektionsschutz im Pflegeheim. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle Einrichtungen so praktizieren. Immer wieder habe ich von der Devise chirurgische Masken für geimpfte Mitarbeiter, FFP2-Masken für ungeimpfte Mitarbeiter gehört. Wann sollen Geimpfte eine Maske tragen? Wann sollen Ungeimpfte eine Maske tragen? Naja, was soll's. Entscheidend ist, dass zunächst einmal, dass alle Mitarbeiter, Besucher und möglichst auch Bewohner im Kontakt mit anderen durchgängig Mund-Nasen-Schutz tragen. FFP2-Masken bieten dabei einen besonders hohen Schutz. Gerade jetzt, wo wir wissen, dass die hochansteckende Omikron-Variante, demnächst haben wir noch die Rho-Variante und die Pi-Variante, auf uns zukommt. Alle Masken müssen allerdings richtig getragen werden. Dazu gibt es jede Menge Anleitungen im Internet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen auch nicht müde werden, orientierte Bewohner darauf aufmerksam zu machen, wenn sie die Nase unbedeckt lassen. Die wohnen da. Die sind doch Tag und Nacht da. Also ich habe wenigstens in meinem Schlafzimmer und meinem Arbeitszimmer keine Maske an und auch in meinem Haus nicht. Also was soll das? Leute. Ehrlich. Naja, gut. Sie plädieren also für eine strenge Anwendung der AHL-Regeln in Heimen mit dem Ziel, auf diese Weise weiterhin viele menschliche Bedürfnisse zu ermöglichen. Geselliges Beisammensein und Besuche zum Beispiel. Was können Angehörige, Freunde und Bewohner unternehmen, wenn sie in diesem Winter nun doch wieder Besuchsverbote und Zimmerisolation konfrontiert werden? Ehrlich. Naja, lesen wir weiter. Ich versuche ruhig zu bleiben. Vielleicht sollte mal ein jeder seinen gesunden Menschenverstand einschalten. Wie war es vor 2 Jahren? Wie war es vor 5 Jahren? Wie war es vor 10 Jahren? Wie sind wir mit unseren Menschen umgegangen? Wie haben wir uns begrüßt? Wie haben wir alles gemacht? Ja? Ich lebe lang genug, um zu wissen, ich habe auch im Heim, im Internat gelebt, das ist ja auch ein Heim. Und ich weiß, was geht und was nicht geht. Und ich kann eins sagen, wer krank war, der ist im Bett geblieben oder nach Hause geschickt worden. Könnten die übrigens in den Heimen auch machen. Die können sagen, ach, Frau sowieso oder Herr sowieso, Ihre Mutter ist krank, holen Sie die doch mal bitte ab. Sie hat im Moment Grippe, aber wir können sie hier nicht gebrauchen. Das wäre doch mal die totale Alternative, dass die kranken Eltern nach Hause geschickt werden von den Heimleitungen. Ihre Mutter ist krank, wir können sie hier nicht gebrauchen. Bitte bereiten, haben Sie immer ein Zimmer bereit. Ich nehme gerne meine Mutter dann zu Hause auf. Oder mein Vater. Überlegt euch das mal. Man kann das ja auch so machen, so wie man das früher im Internat gemacht hat. War ein Kind krank? Hallo, Frau sowieso, Herr sowieso, Ihre Tochter ist krank. Kommen Sie die bitte holen. Sie muss gepflegt werden, sie muss zum Arzt. Und dann ist man wieder ins Heim gekommen, wenn man gesund war. Das wäre doch die ideale Lösung für alles. Dann könnte man nämlich die ganzen Beschränkungen, die jetzt da sind, locker aufheben. Da gucken wir mal weiter. Ich wollte ja ruhig bleiben. Vielleicht hilft es schon, wenn Sie der Heimleitung dieses Interview unter die Nase halten. Oder auch die Handreichung, die ich vor etwa einem Jahr herausgegeben habe. Manche Angehörige haben mir erzählt, dass die Handreichung ihnen in der Auseinandersetzung mit der Heimleitung schon geholfen hat.
In jedem Fall ist das der Weg, zunächst mit der Heimleitung zu sprechen. Machen wir mal weg. Wenn diese nicht reagiert, wäre die Heimaufsicht der nächste Ansprechpartner. Auch auf Landesebene gibt es Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen, etwa seit Sommer 2020 auch eine Dialogstelle für Pflegebedürftige, die in solchen Fällen auch helfen kann. Und wenn man als Angehöriger nicht weiterkommt und das Gefühl hat, hingehalten zu werden, kann man natürlich auch den Rechtsweg einschalten. Ehrlich gestanden, nehmt eure Eltern raus, sucht ein anderes Heim, wenn sie in einem Heim bleiben sollt. Es gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten. Ich wünsche mir in jedem Fall, dass sich niemand entmutigen lässt, denn es bleibt dabei. Der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner ist oberste Prämisse. Aber die Eigenständigkeit und das Recht auf Selbstbestimmung werden durch das Virus nicht ausgeschaltet.